Und jetzt? Pasolini und die Sozialdemokratie. Diese szenische Skulptur, zum ersten Mal präsentiert am 7. Juni 2008 in Zürich im Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeit der Fußball-Europameisterschaft, zeigte in ihrer symbolischen Verdichtung als eines der ersten Kunstwerke das ahnungsvolle Dämmern neuer Schrecknisse des heraufkommenden 21. Jahrhunderts, das dann in der Tat die vergangene Dekade mit potenzierter Grausamkeit, mit neuen Genoziden, Kriegen und Katastrophen sogar noch in den Schatten stellte. Bitte folgen Sie jetzt dem Sita-Spieler zur Premierenfeier. Mango, lelele mandange, dad, odundi, bakshi. Andi, bodiling, dadilili, daddi buddha. Hanungu, lele. Well, I just like to say a few, just for a couple of moments before we continue with whatever comes. I'd like to say, or let me put it this way, I would like to show you what I like, or what I used to do in my home country quite often, is just contemplate or just meditate for a little while and just feel your inner self just for a little moment and just enjoy the moment. And maybe not too much talking and just look out on the water, on the river, on the flowing river. It symbolizes life in general. Thank you. Während wir gemeinsam jetzt das Wasser anschauen, möchte ich euch bitten, die Nummer 7 abzuhören. Die Nummer 7. Jetzt. Herzlich willkommen. Es freut mich, dass Sie nicht nur die Performance besucht haben, sondern auch auf die Premierenfeier von Blackbox 08 kommen. Die Feier wird von den Sozialdemokratien Österreichs und der Schweiz finanziert und gibt mir erstmals die Möglichkeit, die von mir 1996 erdachte imaginäre Soziologie stattfinden zu lassen. Sie sind eingeladen, gleichermaßen Beobachter und durch ihre gut sichtbar getragene Nummer Repräsentant in dieser postpop-politischen Anordnung zu sein. Wenn das Tor öffnet, begeben Sie sich in den Raum, nehmen Sie Platz, lassen Sie sich von unserem Kellner bedienen und hören Sie die anderen Nummern ab. Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Mitarbeit. Ein Wärmebild Ihrer Präsenz wird im Herbst in der Londoner Tate Modern ausgestellt. Leider kann ich heute nicht bei Ihnen sein. Viel Vergnügen, Ihr Ingvar Kamstad. Ich kann mit meinem Audioguide eine Nummer anwenden. 42, 72, die 8, was ich will. Wenn ich das mache, kommt Information zu dieser imaginären Person. Mit dem grünen Stern, rechts unten,
grüner Stern, grüne Taste, kommt man einen Level tiefer, kriegt man andere, mehr Informationen zu dieser Person. Mit der Taste 0 kann man einen Track abbrechen. Wenn man keine Lust mehr hat, 0 abbrechen, neue Track wählen. Ihr könnt das jetzt ausprobieren mit der Taste 2 und anschließend mit der Taste 3, während wir zurücklaufen ins Theaterhaus Gästnerlee und dort unsere Premierenparty feiern werden. Viel Spaß! Gratulation! Sie sind im Hilfemenü für den zweiten Teil des Abends nun angekommen. Während der Party können Sie anhand der ausgehändigten Nummern Informationen über die anderen Gäste einholen. Wenn Sie die Nummer anwählen, erklingt ein Text passend zur Person. Wenn Sie jedoch während oder am Ende des Tracks die grüne Sterntaste rechts unten an der Tastatur anwählen, bekommen Sie nähere Informationen. Es liegt an Ihnen. Sie können das gleich ausprobieren mit der Taste 3. Übrigens, mit der Taste 0 kann man einen Track auch stoppen. Test, Test. Inspiriert durch Blake Edwards' Film Der Partyschreck wird ein fiktives, länderübergreifendes sozialdemokratisches Event während der EM08 im Geist der Komödie zerstört. Und jetzt drücken Sie bitte mal den grünen Stern. Das ist ja Max Mustermann. Der wohnt doch in einem Musterhaus. Und ist er nicht mit einer Musterfrau verheiratet? Er hat so Musterzwänge, habe ich gehört. Und als Mustersozi muss er ja wohl an dieser Musterparty sein. Immer hart sein, immer durchgreifen, immer taffe Entscheidungen treffen. Ja, das muss sie, die Heidi Mahler. Hohes Parteitier. Dabei möchte sie das eigentlich gar nicht. Sie möchte nicht immer der schwarze Peter sein, der Buhmann, Buhfrau, die Buhfrau. Eigentlich zieht sie sich lieber in die Berge zurück, lauscht beim allmorgendlichen Rudern, dem Platschen der Wellen an den Bug und verkriecht sich mit ihrem vierbeinigen Kater. Aber wie schon ihr Vater früher nimmt sie all diese Gehässigkeiten, die unreflektierten Angriffe auf sich, damit das Klima dieser Stadt auch in Zukunft von Toleranz, Rücksicht und nachbarschaftlicher Solidarität geprägt ist. Und um das zu erreichen, setzt sie auch auf die unausweichlichen polizeilichen Maßnahmen zur Gewährleistung von Schutz und Sicherheit. Das ist Florian. Wird das Prädikat Nachwuchstalent nie mehr loswerden. Er kann stundenlang völlig regungslos herumsitzen und an einer Zigarette ziehen. Und dann plötzlich bricht es aus ihm heraus. Er macht einen Witz oder beschwert sich lautstark über irgendetwas, was nicht so läuft, wie er sich das vorstellt. Er schreibt auch Leserbriefe und sendet sie unter falschem Namen an den Tagi. Die sind dann wirklich revisionistisch. Außerdem hat er einen Filmpreis völlig zu Unrecht erhalten und findet sich wahnsinnig lustig. Und der da, das ist doch wieder dieser Max. Ist der eigentlich nicht mehr dabei bei der Performergruppe? Ich habe gedacht, der macht auch mit. Stand doch auf dem Flyer. Aber kommt man ja eh nicht drauf bei denen, was wer macht. In den letzten paar Jahren saß da auf jeden Fall oft dieser Max dabei und hat fertige Statements über Film und Theater und so runtergebetet. Ist eigentlich noch ein netter, glaube ich. Halt zu wenig Durchsetzungskraft, zu wenig revolutionäres Bewusstsein, wie wohl angezogen davon, wie der immer aussah, so nebendran, so geknickt. Da war wohl aus einem ambitionierten Jungwolf ein Omega-Wolf geworden, Finger verbrannt. Jetzt sieht er besser aus, richtig glücklich. Was er wohl so macht, Lehrer, der ist sicher jetzt Lehrer. Sie war unser aller Goldpferdchen. Doch sie verlor den Kampf, weil sich ihre Konkurrentin von Gerhard Weibel der Nummer 45 beraten ließ über die wichtigsten Regeln, die im Rudel herrschen. Alpha, Beta, Omega-Wölfe etc. Zeige Größe durch Absenz etc. Und Schwarmtheorien. Da mischten sich wunderbar die anthroposophischen Weltbilder zu einem grün-braunen Gemisch, gegen das unsere liebe Geneviève dann leider
keine Chance hatte mit ihrer ehrlichen, fast schon naiven Goldpferdchen-Rhetorik. Seither ist sie süchtig nach dem Scheinwerferlicht. Unglaublich! Hätte sie nie gedacht, ein paar Interviews, ein paar Fotostrecken in der Schweizer Illustrierten und schon entwickelt der Körper eine sehr vibrierende, fast nicht zu zügelnde Aufmerksamkeitssucht. Darüber hat sie sich gerade mit einem österreichischen Kollegen, der Nummer 19, unterhalten. Gehen Sie doch mal zu ihm hin. Da drüben, das ist die Gertrud. Die hat das EM-Maskottchen designt. Angeblich hat sie der SP den letzten Wahlkampf gratis gemacht, damit sie den Auftrag bekommt. Die Performance war ihr nicht professionell genug und sie ist froh, dass man sie doch nicht im Stadion gezeigt hat. Die Verwertungsrechte für die Maskottchen gehören ihr auf Lebenszeit. Das weiß Louis Gähler, SP-Mann, früher Poch. Aber er weiß auch, dass er und alle anderen hier in dieser Zwischenhölle in Gefangenschaft leben. Und deshalb diese Schweine mit ihren biologistischen Theorien halt doch recht haben. Und da denkt er manchmal kurz an eine blutige Revolution. Aber Louis ist müde. Lieber raucht er dann noch eine. Der Peter gehört fast schon zu einer aussterbenden Rasse. Einer, der sich Zeit nimmt, abwägt, Besonnenheit demonstriert. Er berät auch den Gerald Nummer 41, aber aus dem Gerald ist halt trotzdem nichts geworden. Er sagt ja Königsmord. Er sagt aber nicht, der Karl, der ist zu schwach, der Gerald ist schön. Wie der das Wort schön immer sagt. Er ist verheiratet immerhin. Das ist Heiko Brunk, Theaterregisseur und möchte gern Filmemacher. Er würde gerne ein kleines Theater übernehmen, aber er bekommt keins, weil er so gehässig ist und nicht gut schleimen kann. Damit kokettiert er auch gerne, denn in Wirklichkeit ist er ein zahmes Kätzchen, das immer die Frau fragen muss, ob er abends noch auf ein Bier raus darf, hat brutal Mühe mit den Nummern 1 bis 1291. Der Harry, der kann alles, aber nichts so wirklich virtuos, weil er sich nicht konzentrieren kann. Er übernimmt gerne Aufgaben, aber ungern Verantwortung. Freunde nennen ihn MacGyver. Zum Ausgleich, dass alles, was er am Vortag repariert hat, am nächsten Tag wieder auseinanderfällt, trinkt er dann einen Riesling oder einen Weißburgunder oder er spricht über den Wein. Das kann er nämlich wirklich. Und er ist der Knecht vom Heiko Brunk, Nummer 57, das sagen so manche. Das ist Dino Rey, Verleger, Komiker, Schauspieler, Kurator, Filmemacher, Drehbuchautor, Feingeist, Menschenfreund, Zyniker, Politaktivist, Ironiker, SP-Wähler. Aber nur mit Vorbehalt. Verkehrt im Kaufleuten, findet die rechtskonservative SVP spannend als Phänomen, sieht sich als Globalisierungskritiker, aber nicht zu radikal. Er sieht sich zwar als Kurator, findet aber den Begriff des Künstlers lächerlich. Rey sagt, Kunst kommt nicht vom Können. Kunst ist eine Haltung, eine Lebenshaltung von Weltbürgern. Rey beherrscht die Kunst des Lippenschürzens und des Brümmelns. Das kann er wirklich perfekt. Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Ich bin stolz und auch froh. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin stolz und auch froh, heute vor Ihnen sprechen zu dürfen. Anlässlich des plurimedialen Projekts von Ingvar Kamprad darf ich Ihnen die Grußworte unseres Herrn Bundeskanzlers sowie unseres Herrn Landeshauptmanns und Ihrer Vertretungen, die ich heute hier die Ehre habe, vor Ihnen zu vertreten, überbringen. Obwohl wir hier bei der Kunst sind, lassen Sie mich politisch sein. Ich werde es Ihnen zeigen am Beispiel von Theater, an der Idee, was Theater ist. Junge chinesische Studenten demonstrierten in Moskau und selbstverständlich machte die russische Polizei von Gewalt Gebrauch. Am nächsten Tag gaben die Studenten aus Protest eine Pressekonferenz vor ihrer Botschaft, Leuten von Live, François und so weiter. Ein Student erschien, sein Gesicht war mit einem Verband verdeckt und er begann zu schreien. Sehen Sie, was die getan haben, sehen Sie, was diese dreckigen Revisionisten mir angetan haben. Alle Reporter machten Fotos, als der Student begann, den Verband zu entfernen. Alle erwarteten ein zerschundenes, verletztes Gesicht oder etwas Ähnliches. Er entfernte ganz sorgfältig Schicht um Schicht, während weiter fotografiert wurde. Als alles weg war, erkannten die Reporter, dass das Gesicht unverletzt war. Also begannen die Reporter zu schreien. Scheiß Kinderfake, scheiß Clownerie, scheiß Olympische Spiele. Aber sie haben nichts verstanden. Sie haben nicht verstanden, dass es Theater war. Wirkliches Theater, Reflexion auf die Wirklichkeit. In absehbarer Zukunft wird es keine kapitalistische Krise geben, die Arbeiter dazu bringen wird, ihre vitalen Interessen in einem Streik oder bewaffneten Aufstand zu vertreten. Vielmehr wird aber auch die Bourgeoisie die Macht nicht aufgeben, wenn sie nicht von den arbeitenden Massen dazu gezwungen wird. Also ist das Hauptproblem sozialistischer Taktik, wie kann man objektive und subjektive Bedingungen für eine revolutionäre Reaktion der Massen schaffen, welche eine Kraft gegen die Vorherrschaft der Bourgeoisie ausüben kann. Und bedenken Sie, eine Minderheit mit den richtigen Ideen ist keine Minderheit. Ich freue mich, Ihnen ankündigen zu dürfen, dass als Höhepunkt unserer kleinen Feier der Bundeskanzler der Republik Österreich und später der Künstler selbst über Live-Videoschaltung zu uns sprechen werden. Ich darf jetzt das Wort an die Hauptsponsorvertreterin Annemarie Böltl von der BAWAG weitergeben. Ich möchte heute einmal nicht über uns reden, sondern all denen danken, die mit uns ins Boot gestiegen sind und es gewagt haben, mit Ingvar Kamprad die Segel zu setzen. Danke an Pro Helvetia, an das Präsidialdepartement in Zürich,
an die Fachstelle für Kultur des Kantons Zürich, an Jean-Pierre Hobby, an Hermann Ledergerber für seinen Enthusiasmus zur Realisierung dieses Projekts, Bruno Franzen, danke dem Schauspieler aus Zürich, allen voran Matthias Hartmann, danke Maria Magdalena Schwegermann, danke natürlich auch der Hochschule der Künste. Und auch in Österreich gibt es viele Stellen, denen ich danken möchte. Zuerst dem Bundesministerium für Unterricht und Kunst und dann natürlich Frau Bundesministerin Claudia Schmidt, dem Land Steiermark, Herrn Dr. Kurt Flecker, dem Kulturstadtrat der Stadt Graz, Josef Riegler, der Gazprom, dem Landesjugendreferat, der Gessner Allee, dem Brut, Thomas Frank und Heiko Voss, danke, dem Dom im Berg und natürlich FIFA, danke Josef Platter, und UEFA, danke Michel Platini. Wenn Sturm aufkommt in der Kunst, gibt es welche, die lieber an Land bleiben. Wir sind in See gestorben. Guten Abend, danke. Ja, Sie können jetzt weiter Nummern abhören, an der Bar etwas trinken, tanzen. Und ich habe noch eine Bitte, wenn Sie sich bitte bei der Ankunft der großartigen Kampstadt-Schauspieler und Schauspielerinnen erheben könnten. Ich denke, das haben Sie verdient. Schönen Abend noch. Und er hat den Schlüssel.